Weltweit versuchen Landwirte, ihre Kühe gesünder, profitabler und langlebiger zu bekommen. Das geht am einfachsten mit der Hybridzucht und in Japan haben wir einen Betrieb besucht, der macht das. Das Video sollt ihr sehen. Los geht's. Ungefähr 220 Kühe werden hier in zwei Ställen gemolken, erreichen dabei ungefähr 11.000 Kilogramm im Herdenschnitt bei einer Zwischenkalbezeit von knapp 400 Tagen. Und mehr Kühe werden hier bunt, weil Montbéliard und Rotvieh eingekreuzt werden. Der Betrieb befindet sich auf Hokkaido, das ist die nördliche Insel, also relativ weit im Norden Japans. Und auf dem Betrieb stehen die Kühe hier in reiner Stallhaltung. Zweimal am Tag werden die Laufflächen mit dem Schlepper abgeschoben, immer dann, wenn die Kühe zum Melken umgetrieben werden. Viele fragen sich immer, warum da nicht einfach ein Spaltenschieber eingebaut wird. Aber der Spaltenschieber ist leider in vielen Statistiken immer wieder ein nicht zu vernachlässigender Verletzungsgrund für Klauenverletzungen. Dabei geht es nicht nur an sich um den Schieber, sondern auch Ketten und Rillen können problematisch sein. Fünf Kühe auf dem Betrieb haben übrigens einen seitlichen Zugang zum Pansen. Der Betriebsleiter ist nämlich auch noch Eigentümer eines Kraftfutterwerkes und lässt seine Fütterungsversuche alle auf dem eigenen Betrieb durchführen. Das Ziel, das Zuchtziel der nächsten Jahre ist vor allem die Fruchtbarkeit und die Nutzungsdauer zu erhöhen. Das japanische Zuchtziel der Holsteins ähnelt sehr denen der Amerikaner. Die Kühe sollen groß sein und viel Milch geben. Der Zuchtchef der Besamungsstation, mit dem ich auf diesem Betrieb war, sieht die Inzuchtproblematik ähnlich wie wir und würden viel mehr Landwirte davon überzeugen wollen, dass sie der Reinzucht den Rücken kehren und die Vorteile der Hybridzucht nutzen. Aber auf vielen Betrieben scheint die Zeit dafür noch nicht reif zu sein und der Schmerz noch nicht groß genug. Aber auf diesem Betrieb haben sie sich nun dafür entschieden und 40% der Herde sollen Hybridtiere werden. Neben der besseren Gesundheit und Fruchtbarkeit scheint denen aber auch die bessere Futtereffizienz der Hybridkühe nicht ganz uninteressant zu sein. In den USA hat man 2019 einen Fütterungsversuch an der Universität von Minnesota gemacht und dabei herausgefunden, dass Hybridkühe im Schnitt 6,5% weniger Futter fressen und trotzdem 0,9% mehr Milch machen und demzufolge eine um 8% bessere Futtereffizienz an den Tag legen. Wenn ihr dazu mehr erfahren mögt, dann schaut euch gerne unser Video Mehr Milch aus weniger Futter an. Klickt dafür jetzt einfach oben rechts auf den Link. Klauenpflege wird hier durchschnittlich dreimal pro Kuh und Jahr gemacht. Auf dem Betrieb können Sie heute schon sagen, dass Ihre Hybridkühe höhere Fett- und Eiweißprozente erreichen und dass höhere Lebensleistungen erreicht werden. Die Ventilatoren springen ab 18 Grad Celsius an. Neben Mais und Ackergras ist Luzerne eine weitere Grundfutterkomponente in der Ration. 160 bis 180 Kühe werden im Laufstall gemolken und für weitere 60 Kühe ist im Anwendestall Platz. Und die werden dann am Roboter gemolken. Die Technik baut auf einen Fullwood-Roboter auf und wurde in Kanada weiterentwickelt. Der Roboter ist, zumindest in Japan, teurer als ein konventioneller Melkroboter, ermöglicht aber vielen Japanern, ihre Anbindestelle weiterhin zu nutzen. Der Laufgang zwischen den Kühen muss halt breit und hoch genug sein und der Roboter kann sich auch nur auf einer Achse bewegen. Der Roboter fährt an die Kuh ran und zieht sich dann an die Kuh ran und die Kuh in sich rein. Die Kühe müssen ungefähr 1,5 Meter nach hinten treten. Auf meine Frage hin, ob es nicht günstiger wäre, am anderen Stall noch Plätze anzubauen, sagten sie, dass auch hier Fütterungsversuche durchgeführt werden und der Stall so seine Nutzungsberechtigung behalten konnte. Der Roboter kann 60 Kühe dreimal am Tag melken. Hier ist der Stall nun nicht voll und die Kühe werden auch nur zweimal am Tag gemolken. Deshalb stand der Roboter auch still, als wir dort waren. Einen Link zu einem Video, das die mir auch auf dem Handy gezeigt haben, setze ich aber in die Videobeschreibung von diesem Video. Im Jungviehstall haben wir dann auch die ersten durchgekreuzten Tiere, aber auch falsche Kreuzungen gesehen. Für die, die uns noch nicht so lange folgen, man muss bei der erfolgreichen Drei-Rassen-Kreuzung immer darauf achten, dass man keine 50-50-Kreuzung wieder mit einer der Ausgangsrassen besamt. Denn theoretisch werden nur 25% der daraus resultierenden Nachkommen besser als die Mutter. Man muss also immer die dritte Rasse einkreuzen und danach die Rasse, die am weitesten zurückliegt, wieder nehmen.
Nur so profitiert man dauerhaft von höheren Leistungen, besserer Fruchtbarkeit und Gesundheit, höheren Nutzungsdauern und schlussendlich von unproblematischeren Kühen, die mehr Gewinn ermöglichen. Die Liegeboxen im Jungviehstall werden mit Holzpellets eingestreut. Für die Trockensteher zum Ende der Trockenstehzeit gibt es einen richtig tollen Stall mit richtig viel Platz. Die Kälber haben auch viel Platz und einen richtig schönen Stall mit der Möglichkeit zum Auslauf. Allerdings hat es an dem Tag, wo wir dort waren, stark geregnet, weshalb die Kälber nicht rausgegangen sind und weswegen wir den Auslauf auch nicht gefilmt haben. Die bessere Vitalität der Hybridkälber fiel den Betriebsleitern auch schon auf. Zum Schluss sind wir dann noch in den Versuchsmaststall gegangen, wo neben reinen Holsteins und Holsteins Mai-Montbéliard-Kreuzung auch reine Wagyu-Bullen standen. Eingestreut wurden die Tiere mit Holzchips. Wagyu-Sperma bekommt man übrigens nicht aus Japan exportiert, zumindest nicht legal. In China sind vor kurzem gerade erst wieder 3 Personen festgenommen worden, die Wagyu-Sperma schmuggeln wollten. Der Fleischpreis für Wagyu ist mindestens doppelt so hoch wie normal. Allerdings beträgt die Mastdauer auch ungefähr 30 Monate. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Hybridzucht erfahren wollt, dann guckt euch auch gerne mal das Video an von Henning Reimer. Der kreuzt schon ein paar Jahre und bei dem waren wir letztes Jahr. Guckt euch das Video an. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.